Jo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Telegram ist eine richtig coole Plattform. Die meisten nutzen, weil man sagt, ja, es sei sicherer als WhatsApp und dann melden sich andere an und dann entsteht ein sozialer Druck. Man muss ja dann auch mit, sonst hat man nicht mehr Kontakt zu allen seinen Freunden oder Familienmitgliedern. Und dann hat man eben beides, WhatsApp und Telegram. Wobei für viele Telegram natürlich so ein Buch mit 7 Siegeln ist. Das heißt, man weiß nicht so recht, was man damit anfangen kann. In Wirklichkeit ist Telegram eine richtig coole Sache. Während WhatsApp hauptsächlich Kohle dadurch einnimmt, dass sie Daten verkaufen, also was richtig Asoziales sozusagen. Also das heißt, wo ein Mark Zuckerberg da hinten ist, der Milliarden gemacht hat durch das Verkaufen von Privatsphäre fast aller Menschen auf dem Planet und sich davon eine Insel kauft, um mehr Privatsphäre zu haben. So verrückt genial muss man mal sein, ist Telegram ganz anders aufgebaut und gibt jedem die Möglichkeit, passiv mitzuverdienen. Ein Beispiel zeige ich dir hier, den ClickBee-Bot. Es gibt viele Telegram-Bots, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel können sie dir, wenn wir bei Kryptowährungen sind, Signale anzeigen, wenn zum Beispiel jetzt Bitcoin um 3% fällt, steigt, wie auch immer, du kannst es einstellen. Du kannst auch in Gruppen einen Bot haben, der zum Beispiel Spammer rausschmeißt oder der guckt, ob es auch Menschen sind, die reinkommen, der dir dann zum Beispiel eine mathematische Aufgaben gibt, die du lösen musst. Du kennst es vielleicht, wenn du dich irgendwo anmeldest in Gruppen oder so, musst du dich immer erstmal als Mensch verifizieren. Warum? Weil eben viele Bots alles zu spammen können und das möchte man nicht. In dem Fall stelle ich dir den ClickBee-Bot vor, einer von vielleicht hunderttausenden Bots, die gibt, und du kannst hier zum einen Geld verdienen oder du kannst hier investieren. Ich will dir zunächst mal zeigen, dass du verstehst, was der Sinn von dem Bot ist, denn es gibt viele Leute, die haben zum Beispiel eine eigene Kryptowährung oder wie ich jetzt einen Kanal auf YouTube. Jetzt könnte ich sagen, hey, ich möchte jetzt ein Advertising machen. Und dann steht hier, was möchte ich jetzt promoten? Und dann kann ich sagen, jetzt ich möchte einen Kanal, also ich möchte Kanalmitglieder auf hier kaufen als Beispiel. Jetzt kann ich hier auf Channel Members gehen. Oder ich kann sagen, ich möchte Gruppenmembers kaufen. Oder ich sage, ich möchte einen Bot kaufen. Oder ich möchte zum Beispiel Link Visits machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt Channel-Mitglieder kaufen. Jetzt müsste ich hier erstmal warten, scheint gerade ein Problem zu sein. Jetzt müsste ich hier zum Beispiel sagen, okay, ich müsste hier meinen Accountnamen angeben, meinen Account, machen wir jetzt mal als Beispiel. Dann geben wir das jetzt mal hier ein, als Beispiel, und dann könnte man das jetzt kaufen. Jetzt könnte man jetzt hier sagen, okay, der Bot hier müsste dann mein Admin werden und dann bezahle ich Geld und dann werden andere dafür bezahlt, wenn sie auf meinen Kanal kommen. So einfach ist das. Der Vorteil für mich ist, ich sieht so aus, als hätte ich viele Mitglieder und kann dadurch natürlich werben. Das heißt, anderen sagen, hey du, ich bin eine Finfluencer, ich habe 10.000 Leute auf meinem Kanal und ich würde gerne Werbung machen. Dann sagen die, boah, geil, du hast so viele Leute, weißt du was, dir zahlen wir pro Video $800. Das machen viele, aber damit es natürlich stimmig ist, müsstest du jetzt auch zurückgehen und müsstest hier dann, wir gehen nochmal zum Start zurück, eben das volle Programm kaufen. Was bringt dir, wenn du eben viele Gruppenmitglieder, aber keine Interaktion hast? Dann müsstest du zum Beispiel auch für deine Posts, die du auf Kanälen machst, eben auch immer Views kaufen, weil die Leute ja nicht organisch sind. Das empfehle ich nicht, das war nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt auch hier zum Beispiel auf YouTube mir Zuschauer kaufen und sage, okay, pass auf, ich möchte, wenn ich jetzt hier ein Link-View habe, sagen mal 1000 YouTube-Views haben von 5 Minuten Watchtime, und dann würde ich als Beispiel sagen, dafür bezahle ich 5 Cent. Jetzt denkst du, wer ist denn so blöd und guckt sich das für 5 Cent an? Ich sag dir, es gibt viele Leute, die, oder nicht 5 Cent, 0,5 Cent. Es gibt viele Leute, die das machen, gerade in Dritte Weltländer, die verdienen damit, und ich hätte quasi $5 dann ausgegeben, also 1000 mal 0,5 Cent, und
hätte dann eben 1000 Views auf meine Videos mit einer guten Watchtime und dafür würde ich momentan ungefähr 9 Dollar einnehmen. Hätte also 90% gemacht. Das Risiko allerdings, dass mich vielleicht deshalb dann YouTube sperren könnte, weil ich extern mir die Views kaufe. Geht ganz einfach. Jetzt weißt du das Prinzip, wieso Clickbots einnehmen. Das heißt, Leute wollen investieren und können Geld verdienen. Und dann hast du eben die Möglichkeit, davon Gebrauch zu machen. Gucken wir uns jetzt mal eben als Beispiel unten bei ClickBee LTC, also der Litecoin-Bot, ein. Es gibt nie 7 neue Aufgaben. Jetzt klicken wir auf Start. Okay, Start ist immer bei den meisten der Befehl. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz meine Balance an. Meine Balance beträgt hier in dem Fall 0,00037641 Litecoin und sobald ich einen gewissen Betrag habe, in dem Fall jetzt von 0,003 Litecoin, kann ich es ganz einfach, indem ich meine Wallet-Adresse angebe, hier eingeben und erhalte innerhalb von Minuten Litecoin. Na geil, oder? Und jetzt stell dir mal vor, hey, das ist jetzt nur der ClickBee-Bot, wo du am Tag weniger Aufgaben hast. Es gibt welche, wo du am Tag tausende Aufgaben machen kannst und es gibt welche, wo du es doppelt und dreifache verdienst und dann hast du unfassbar viel. Das heißt, alleine durch diese Bots kannst du schon leben. Es gibt Leute, die machen nichts anderes. Und jetzt kommt der Clou, wenn du den Link teilst, bekommen die anderen, also wenn du meinen Link nimmst, bekommst du einen Willkommensbonus und einen Multiplikator und ich bekomme sogar noch einen kleinen Bonus on top drauf. Wir profitieren beide. Kannst du dir das vorstellen? Das ist einfach so Weltklasse. Also wie gesagt, ich finde das hier einfach fabelhaft, was man mit Telegram alles machen kann und ich zeige dir später noch mehr, weil ich arbeite jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr, ein halbes Jahr hauptberuflich Telegram, ganz entscheidender Punkt und Telegram-Bots sind nicht wegzudenken. Wir gehen jetzt aber mal rein und gucken, wie man wirklich verdient. Nochmal zurück und jetzt gucken wir zum Beispiel uns Visit Sites an. Okay, jetzt gucken wir uns eine Site an, dann steht hier Open Link, öffnen, jetzt wird dir irgendwas angezeigt. Mein Tipp ist, am besten nichts anklicken, niemals was downloaden, damit du dir keine Seuche holst, wer weiß, was dir angezeigt wird. Und jetzt als Beispiel müssen wir 30 Sekunden draufbleiben, um unsere Belohnung zu bekommen. Das ist genau das, was ich dir gesagt habe. Du kannst dann selber angeben, wie lange du möchtest, dass die Leute auf deiner Seite bleiben. Je länger, desto teurer wird es logischerweise. Was jetzt genau der Benefit ist von dieser Seite, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es eben psychologisch so ist, wenn man 30 Sekunden auf einer Seite ist, liest man, aus Langeweile scrollt man, meldet sich vielleicht an, weil man wissen will, was ist da für eine Katze im Sack. Gut, jetzt geht's zurück. Jetzt klicken wir oben links auf das X. Und jetzt habe ich 0,00001234 Litecoin verdient. Wir können jetzt natürlich auch Join Channels machen. Und dann geht es eben hier so, du hast jetzt hier AI Analyst Token. Finde ich spannend, jetzt geht man hier auf Join the Channel. Jetzt klickst du auf Beitreten, jetzt gehst du oben zurück und klickst auf Joined. Und et voilà, da haben wir wieder 0,000037. Jetzt können wir das Gleiche machen und sagen, wir könnten weitere Sachen angucken. Was gibt's noch? Ich will alles sehen. Ah, wir können uns Posts angucken von irgendwelchen Seiten. Die Bandbreite ist verrückt. Du kannst wirklich davon, denke ich mal, wenn du es schnell machst, gut leben. Wir können jetzt mal die Channels, das mache ich am liebsten. Okay, jetzt gibt es gar keine mehr. Es gibt Seiten, da kannst du in 100 Channels reingehen und verdienst dann wirklich zack, 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 zack in ein paar Minuten auch schon richtig was. Also ich finde das mega spannend. Und ja, jetzt kann man sich noch ein paar Seiten angucken. Okay, scheint jetzt gerade nichts mehr zu geben. Wie gesagt, da muss man natürlich dann immer gucken, was man hier dann macht. Da treten wir bei. Das sind dann natürlich Scam-Seiten, das ist klar. Guck dir mal was da oben an. Das da einfach nur joinen, dann kriegst du deine Kohle. Okay. Okay, das ist jetzt gelöscht worden, weil jetzt der Owner nicht mehr genug Geld hat. Jetzt gibt hier noch Join Bots. Da kannst du mit neuen Bots die dann testen. Also es gibt viele Möglichkeiten und du kannst dann natürlich immer sagen, ob du es willst oder nicht. Jetzt die Balance angucken. In dem Fall habe ich hier 0,00042246 Litecoin. Ist jetzt nicht die Welt, aber besser als in die Hose geschissen. Jetzt kannst du natürlich sagen, ey geil, ich will jetzt Dodge. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir gehen jetzt wieder back. Und dann immer den Start, also slash Start kannst du immer machen. Oder und dann kannst du jetzt mal angucken, gibt es jetzt hier Channels? Da gibt es leider auch keine. Gibt es jetzt hier Few Sites? Gibt es jetzt auch keine. Ist auch egal, du verstehst aber auf was es hier läuft. Übrigens, das kannst du dann gleich löschen. So Scheißseite, wo wir jetzt drin waren, das hat
die ziehen sie das Geld dann nicht mehr ab, keine Sorge. Wie gesagt, das ist Weltklasse. Der kleine Hinweis, unten siehst du auch meine passive Einnahme durch Krypto-Seite. Die lege ich dir wirklich ans Herz. Ich gebe mir da Mühe, immer täglich dir neue Möglichkeiten vorzustellen, wie du auch ohne Einsatz von eigenem Geld passiv was verdienen kannst. Das sind jetzt wirklich nur Bots, die, ich sage jetzt mal, vielleicht noch nicht so lukrativ sind. Ich stelle dir da aber auch andere Bots mal vor. Wie gesagt, es gibt Leute, die leben davon schon, dass sie wirklich das hier machen, hauptberuflich. Es ist eine geile Möglichkeit, guckst dir gerne an. Und ja, ich freue mich, wenn du unten im Kanal dabei bist, auf YouTube, dann ein Abo da lässt und ja, ein Teil der Community bleibst oder wirst.